Um es gleich zu sagen, das wird kein restlos objektiver Bericht. Dafür habe ich zu viel gesehen auf den Reisen für diesen Film. Not, Verzweiflung, Unfassbares. Aber auch Hoffnung, Menschen, die Dinge in die Hand nehmen. Großes und nicht ganz so Großes. Wir produzieren mehr als genug Nahrung für alle. Warum leiden dann immer noch hunderte Millionen an Hunger? Ich habe keine alles erklärende Antwort gefunden, aber viele Punkte, um anzufangen. Es tut Not, es lohnt und es ist zu schaffen. Nur haben wir es nicht geschafft, den Hunger zu besiegen. Warum hinterlassen wir die gewaltige Aufgabe der nächsten Generation? Der Frage gehe ich nach. Indien ist ein guter Anfang für so eine Reise. Ein reich gewordenes Entwicklungsland, das jedes Jahr weit mehr als 1 Million seiner Kinder verhungern lässt. Und dann lande ich mitten in einem Überfluss, der mich sprachlos macht. Das wird mir immer wieder passieren. Der Reisumschlagplatz nördlich von Neu-Delhi ist ein Bild von Reichtum auf den ersten Blick. Aber das Wachstum stockt. Sie haben jahrzehntelang immer mehr geerntet. Dünger, Pflanzenschutz und neue Sorten trugen Früchte. Aber das ist ausgereizt. Und die Bevölkerung wächst weiter. Den Bauern wird das recht sein. Sie profitieren, wenn Hunger die Preise nach oben treibt. So hatte ich mir den Tag nicht vorgestellt. Ich suche Einblick in eine Krise. Und stattdessen führen sie mir ihren Stolz vor. Ja, 50 Kilo. Hä? Reis ist die wichtigste Nahrungsquelle der Menschheit. Indiens Bauern liefern. Mehr als das Land braucht. Die Regierung sonnt sich in ihrem Erfolg. Agenten überwachen jede Versteigerung. Der Staat hat den Markt fest im Griff. Der politische Wasserkopf spuckt dauernd neue Regeln aus. Neuerdings sind zum Beispiel Jutesäcke von Produzenten aus Bengalen Pflicht. So sichern sich einflussreiche Fabrikanten dort ein Stück vom Profit hier. Auf der Strecke bleiben die, um die es eigentlich gehen soll. Was wie eine Teestube aussieht, ist das Büro eines Agenten. Von ihm erhoffen sich die Bauern das Startkapital für die nächste Aussaat. Aha. Jedes Mal, wenn Hunger Thema in den Nachrichten ist, regt mich dieser Irrsinn auf. Wie kann es sein, dass immer noch Menschen an Hunger sterben? Jetzt sitze ich mitten im Geschehen und komme der Antwort erstmal nicht näher. Geduldig erklären sie mir die Regeln ihres Gewerbes. Gesetze, Traditionen und Abhängigkeiten. Mich überfordert das Labyrinth. Green. Also nochmal die Frage, die mich hergeführt hat. Da ist so viel Reis. Warum gibt es in Indien immer noch Hunger? Schlechtes Management der Regierung. Die Regierung ist schuld, hm? Ja, Korruption. Die haben unser ganzes Geld auf Schweizer Bankkonten versteckt. Stimmt das, was er sagt? Er hat völlig recht. Das sind alles Schurken. Krokodile, die das Land ausbeuten und das Volk bluten lassen.
So reich die Ernte und trotzdem leben Millionen vom Abfall. Kinder, die am Rande Reste suchen, sind auf jedem Markt in Indien. Mir fällt auf, wie sie sich kleiden und wie aufrecht sie sich halten. Warum müssen sie sich ihr Essen zusammensuchen? Darshan Lai hat mir die Augen geöffnet für einen Aspekt des Skandals. An sich wird Darshan dafür bezahlt, dass hier keiner reinkommt. Und trotzdem führt er mich auf den verborgenen Teil des Marktes. Da liegen 2000 Tonnen Getreide aus den Ernten der letzten Jahre unter Plastikplanen. Da hat jemand auf steigende Preise spekuliert. Und nicht nur er hat verloren. Eine Riesenmenge Nahrung fault vor sich hin. Darshan Lai zeigt mir das nicht nur, weil ich ihm eine Handvoll Rupien zugesteckt habe. Er ist wütend darüber, wie das überall in Indien läuft. Guter Weizen verrottet. Liegen geblieben in Spekulationsgeschäften, bei denen die Rechnung nicht aufging. Hunger, lerne ich, hat viele Gesichter. Hier sind es die Fratzen von Profitgier und Inkompetenz. Weltweit verrotten Millionen Tonnen. Sechsmal mehr, als es bräuchte, um Hunger auszumerzen. Dass wir eigentlich genug für alle ernten, verdanken wir auch Kerlen wie Ben. Er macht aus einem großen Stück Halbwüste in Südaustralien Brot für die Welt. Hier ist Ben einer der Großen. In den Maßstäben der Weltgetreidemärkte eher ein Kleinbauer. Da werden hunderte Milliarden umgesetzt. Das Geschäft kontrollieren gerade einmal 4 Konzerne. 3 davon gelenkt aus den USA. Eine Weltmacht. Die Megakonzerne streuen ihre Risiken. Ben kämpft mit der gnadenlosen Natur von Südaustralien allein. Mit Kunstdünger, Pestiziden und schwerem Gerät. Sein sündhaft teurer Giga-Drescher wurde gestoppt. Ein Stein im Getriebe. Farmer in der Trockensteppe Südaustraliens ackern an den Grenzen des Möglichen. Wir verwandeln Regen in Getreide. Jeden Tropfen nutzen, den wir bekommen. Das ist unser Job. 300, höchstens 500 mm Regen bekommen wir im Jahr. Alles rausholen, was da drin steckt. Darauf sind wir fixiert. Hightech-Farming in der Halbwüste hat Ben zu einem reichen Mann gemacht. Aber die Natur kann seine Pläne jederzeit durchkreuzen. Dann muss das Finanzpolster der Wundersitz für viele magere Jahre reichen. Krisenmanagement ist ein Dauerzustand. Ben hat sich einen Börsenexperten in den Betrieb geholt. Jeden Tag studieren die beiden die Trends der wahren Terminmärkte. Säen, ernten, lagern, verkaufen, Timing ist alles auf Kante genäht. Wir sehen, wie dieser Druck selbst große Unternehmen in die Knie gehen lässt. Da entstehen immer mächtigere Konzerne. Die können ihre Risiken global streuen.
Wir dagegen stoßen als Betrieb an unsere Grenzen. Mehr können wir nicht produzieren. So ist das. Damit müssen wir fertig werden. Am Ende ist unser Geschäft hoch emotional. Menschen müssen essen. Aber sie müssen es auch bezahlen können. Das ist dann die Business-Seite. Weites, menschenleeres Land. Was hier produziert wird, geht zum allergrößten Teil in den Export. Hilft die Welt satt machen. Das ist gut, sicher ist es nicht. Vor 100 Jahren lebten hier reiche Weizenfarmer. Dann kam eine große, lange Dürre. Die Vorzeichen deuten darauf hin, dass das bald wieder passiert. Dann bricht in der globalisierten Welt einer der großen Player für Ernährung weg. Aber noch läuft es. Die weiten Felder, der Fuhrpark, die gewaltigen Erträge, Bens Unternehmen wirkt riesig auf mich. Aber Ben sieht sich nur noch als Rädchen im Getriebe der Großkonzerne. Die haben uns immer mehr im Griff. Terminator-Technologie. Wir müssen jedes Jahr neu ihr Saatgut kaufen. Dünger, Pestizide, alles aus einer Hand. Nicht gut. Wir erwischen einen der wenigen ruhigen Tage am Verladeterminal. Zur Haupterntezeit stauen sich Megatrucks bis zum Horizont. Ben meldet seine Ladung diesmal nicht zum Verschiffen an, sondern zum Einlagern in den gewaltigen Silos. Bei der Besprechung in der Scheune hat ihm der Mann der Zahlen dazu geraten, auf steigende Preise zu wetten. Silotürme und Verladeanlage haben Farmer gebaut. Jetzt kauft ein Großkonzern das Ganze auf. Bens Ernte fließt in einen Weltmarkt, auf dem Investmentfonds mit Milliarden pokern. Ihre Geldströme sind 30 Mal so mächtig wie der Wert aller Ernten zusammen. Wissenschaftler streiten, ob es das ist, was die Preise nach oben jagt. Jedenfalls spielen die verrückt. Kein Wunder. Wenn die Weltbevölkerung dreimal schneller wächst als die Produktion, brauchen wir immer mehr, koste es, was es wolle. Bis 2050 wird die Erde 3 Milliarden von uns zusätzlich ernähren müssen. Obendrein steigen die Ansprüche. Warum sollten die Chinesen da anders sein als wir? Der kleine Kerl sieht zum ersten Mal im Leben Kühe. Und er muss denken, das sind Teile dieser unheimlichen Maschine. Im Grunde hat er recht. Ich habe natürlich schon vorher gewusst, dass die Massen von Milch und Steaks nicht von Kühen auf Wiesen mit Fernblick kommen. Aber in so einem riesigen Betrieb war ich noch nie. Mit den Eindrücken muss ich erst mal fertig werden. Das sieht bei uns ja auch nicht anders aus. Das sind deutsche Standards und deutsche Maschinen hier. Der ganze Stolz des Chefs. So umfassend ist Chinas Aufstieg, dass seine Menschen nun Milch trinken, die sie früher nicht vertragen konnten, und massenhaft essen, was nur Reiche auf dem Tisch hatten. Meine erstaunte Frage versteht Herr Han rein technisch. Vor 20 Jahren gab es nichts dergleichen. Was ist passiert?
Wir haben gute Entwicklungsarbeit geleistet und mit großen ausländischen Konzernen gearbeitet. Dabei haben wir viel gelernt. Jetzt machen wir den Fortschritt selbst. Wir sind in der Lage, hier im Land Weltklasse-Molkereien und Maschinen zu bauen. Es ist der größte Viehtrieb der Geschichte. China verbraucht schon jetzt doppelt so viel Fleisch wie die Fleischfressernation Nummer 1. Tendenz grenzenlos. Dafür wird ein Preis fällig. Nicht nur für China und nicht nur in Geld. Nachschub. Diese Berge reichen gerade mal für einen Tag. Im riesigen Modern Dairy Konzern ist der Standort Hefei nur einer, nicht mal der größte. Bloß 18.000 Kühe. Aber schon die brauchen 400 Tonnen Futter täglich. Weltweit gehen für Fleischerzeugung 3/4 der Nutzfläche drauf. Wo sollen da noch Reserven sein? Für mehr Vieh und mehr Menschen. Es ist Wahnsinn. Menschen verhungern und wir mästen weltweit 1,5 Milliarden Kühe für unsere Lust auf Fleisch und Milch. Ich habe 2 Tage mit Herrn Han und seinem Team verbracht und ich weiß nicht, was ich ihnen vorwerfen sollte. Sie arbeiten sauber und gewissenhaft. Sie richten sich nach den Regeln industrieller Nutztierhaltung und sie glauben, dass das Fortschritt sei. Das habe ich ja auch geglaubt, bis jetzt. Soll es wirklich so weitergehen mit Chinas Rinderwahnsinn? Ich glaube ja. Die Zahl der importierten Kühe wird in den nächsten 3 bis 5 Jahren noch sehr schnell steigen. Dann haben wir die Spitze erreicht und eliminieren die weniger ertragreichen Tiere. Aber bei der Zahl wird es bleiben. Wenn demnächst alle so viel Fleisch essen wie wir heute, fahren wir die Sache gemeinsam vor die Wand. Eins geht nicht. Wir können nicht unser Getreide an Rinder verfüttern, als gäbe es kein Morgen, und anderen den Platz an den Fleischtöpfen verwehren. Am Lauf der Dinge wird's nichts ändern, aber ich esse seit dieser Drehreise seltener Fleisch. Wenn jemand sich bescheiden muss, dann alle. Auch Egoismus ist ein Gesicht des Hungers. Vor meinen Augen wird ein Stück Afrika platt gemacht. Der Generalmanager hat Agrarbusiness in der Kolonie Rhodesien gelernt. Nun schafft er Fakten in Sierra Leone. Eine riesige Palmölplantage. Für Socfin, einen europäischen Konzern. Ich weiß erst nicht, wie ich mit Salamatus Wut und Empörung umgehen soll. Sie haben das Land zerstört. Wovon sollen wir jetzt leben? Salamatus Heimat ist Beute geworden, eines globalen Trends. Reiche Staaten und Firmen pachten bestes Land der dritten Welt. Kolonialismus 2.0. Nicht mit Soldaten, mit großem Geld. Bei Salamatu sind davon 1000 Leones angekommen. That's 20 Cent. 20 Cent Pacht im Jahr. Zum Start hat der Socfin-Konzern eine verführerische Abschlussprämie auf den Tisch gelegt. Davon haben sich manche ein Blechdach geleistet und dann war das Geld weg.
das vertraute Leben auch. Über Basale liegt eine Stimmung, die mich bedrückt. So wehmütig habe ich sie nie in einem afrikanischen Dorf erlebt. Wenn Salamatu Gemüseblätter, die wir in Deutschland wegschmeißen, ganz fein schneidet, kann sie daraus einen Brei kochen. Sonst müssten sie ihren Reis ohne Geschmack essen. Selbst eine Prise Salz, das habe ich gesehen, ist hier ein Luxus. Der Großinvestor hat keine Hoffnung gebracht. Er hat sie genommen. Die jungen Männer würden am liebsten mit mir nach Deutschland kommen. Ich antworte mit Gegenfragen und schaffe es nicht, ihnen ehrlich zu sagen, dass aus ihrem Traum nichts wird. Sie glauben wohl, dass dieser Film den Konzern zu einem besseren Deal zwingen wird. Das ist ausgeschlossen, aber ich sage es nicht, damit Salamatu weiter mit mir spricht. Ich fühle mich schäbig dabei, aber ich brauche ihre Geschichte. Es ist alles schwierig geworden. Als wir noch unser eigenes Palmöl machen konnten und unser Land hatten, konnten wir essen, so oft wir wollten und verdienten Geld. Jetzt ist der Monat vorbei, der Reis ist alle. Und wir müssen immer noch unsere Schulden abzahlen. Gestern hat mein Bruder Maniok mitgebracht. Wir haben es nicht angerührt, damit wir heute Abend etwas haben. Wir haben den ganzen Tag noch nichts gegessen. Was ich nicht verstehe, warum haben Sie alle Ihr Land an die Firma verkauft? Für ein paar hundert Dollar. Jetzt ist es verloren. Unsere Familie hat nicht zugestimmt. Dann kamen sie mit Soldaten. Wir haben weiter Nein gesagt. Sie brachten die Polizei. Wir haben uns geweigert. Dann kam unser oberster Häuptling und hat gesagt, hinter mir steht die Regierung. Ich mache mit eurem Land, was ich will. Als der Chief damals die Unterschriften zusammen hatte, kam Philip Tonks mit einer halben Million Dollar in bar. In lokaler Währung war das ein Berg von Papiergeld. Mit der Verteilung hatte Tonks nichts zu tun. Das regelten die Minister in der Hauptstadt und die Chefs der Clans. Kaum einer wagte zu widersprechen. Auch Unterdrückung ist ein Gesicht des Hungers. Jetzt geht die Rechnung nur für jene auf, die fit genug sind, einen Job zu finden. Der Konzern investiert in die Rodung des Urwalds, Straßen, Gebäude und die Palmölfabrik 120 Millionen Dollar. Eine unvorstellbare Summe für Menschen, die hier leben. Kann sich das überhaupt rechnen, ohne die Leute auszubeuten? That's doable. It's certainly doable. Oil palm. Sicher rechnet sich das. Ölpalmen sind die optimale Art, Öl zu gewinnen. Viel effizienter als zum Beispiel Sojabohnen. Menschen, mit denen wir hier sprechen, haben das Gefühl, dass der weiße Mann wiederkommt, um ihnen alles wegzunehmen. Eine neue Art von Kolonialismus. Was haben Sie dazu zu sagen? Ich sage dazu, dass die Regierung hier ausländische Investoren sucht. Auf sehr aggressive Weise. Viele afrikanische Länder brauchen das, auch Sierra Leone, um Arbeit zu schaffen und die Lebensbedingungen zu verbessern. Wir haben auf der Fahrt ja gesehen, dass wir den Dörfern einen Grüngürtel stehen lassen. Ein Grüngürtel? Den Dörfern gehörte das ganze Land hier. Stimmt, aber nutzlos. So viel nutzloses Gestrüpp. Nach Respekt für die Traditionen des Landes klingt das nicht. Andererseits investiert Zogfin tatsächlich. In Transport, eine Schule, Krankenversorgung und als Ebola ausbrach, hat der Konzern geholfen.
Das ist kein Ausbeuterverein, aber er wird den Teufel tun, der korrupten Machtelite in die Quere zu kommen. Ich kann das nicht ändern, aber wir schulden den Menschen hier mindestens eine offene Diskussion. Wir bringen Philip Tonks und Chief Roberts dazu, sich auf dem Gerichtsplatz von San Malen zu stellen. Ihre Leute sind wütend und enttäuscht. Vergessen Sie nicht, meine Leute sind zu 95% Analphabeten. Wissen Sie, was das heißt? Denen müssen wir erst etwas beibringen. Aber die Leute wissen ganz genau, wenn sie ihr Land hergegeben... Das sage ich Ihnen... Ich sage Ihnen, dann wollen die... Für Fortschritt muss immer ein Preis bezahlt werden. Vergessen Sie das nicht. Für Fortschritt muss immer ein Preis bezahlt werden. Und Sie erwarten Fortschritt? Da kommt jede Menge Fortschritt. In Amerika, das heute eine Weltmacht ist, hatten Sie vor 300-400 Jahren ein paar Steine als Feuerstelle. Und heute? Was benutzen Sie stattdessen? Gas, Strom. Wir wollen leben wie die. Der Chief hat völlig recht. Er kennt den Ausgangspunkt, den Sie und ich nicht kennen. Wo San Malen stand, bevor wir kamen. Und wo es jetzt steht. Ich versichere Ihnen, in 5 Jahren wird San Malen eine andere Welt sein. Was da passiert, kann uns nicht kalt lassen. Afrika könnte sich selbst ernähren und obendrein Nahrung in die ganze Welt liefern. Das wird aber nicht passieren, wenn Afrikaner weiter betrogen werden. Dass Haba Bio kein Finanzinvestor ist, ahnt man irgendwie. Das geniale Gefährt hat die deutsche Welthungerhilfe gesponsert. Damit schließt Hawa die Maniokbauern von Gandarhum an den Weltmarkt an. Maniokwurzeln sind Afrikas eigenes Rezept gegen den Hunger. Das zweitwichtigste Nahrungsmittel auf dem Kontinent. Aus gemahlenen Maniokwurzeln wird Brei, Brot, Chips, Kuchen, alles, was man aus Mehl macht. Habas Frauenkooperative kauft das Maniok der ganzen Region und bringt so erstmals Bargeld in die Dörfer. Die Stimmung haut mich um nach dem, was ich vorher erlebt hatte. Ist das Show? Die sind alle so glücklich hier. Sie sind happy, weil ich hier bin. Und über alles, was wir hier eingerichtet haben. Die Ladies sind happy und ich jetzt auch. Den Motor hütet Christiana wie einen Schatz, was er ist. Christiana hat raus, wie der Motor der Maniokmühle startet, während Kerle bloß kompetent gucken. Die deutschen Entwicklungspartner haben auf die Frauen gehört und mit Hawa ausgetüftelt, wie die Wurzeln effizient geschält, gesäubert und gemahlen werden. Danach ist immer noch viel zu tun. Trocknen, rösten, sieben. Aber das läuft inzwischen alles wie am Schnürchen. Bald wollen sie in die EU exportieren, denn dort boomt der Markt für glutenfreies Mehl. Seit der Starthilfe sieht die Zukunft rosiger aus für Gandarhun. Und es sind wieder einmal die Frauen, die den Laden schmeißen.
Beim Preis wird's kurz spannend. Christiana verlangt mehr für den Sack als alle anderen. Ihr Mehl ist trockener, Qualität zahlt sich aus. Ihre Kinder kennen keinen Hunger, oder? Nein, gar nicht. Weil sie so viel arbeitet, kann sie für ihre ganze Familie sorgen. Das muss sie alleine schaffen. Ihr Mann ist doppelt so alt wie sie und ständig krank. Und trotzdem schafft es Christiana, für die Zukunft zu sorgen. Von den 600.000 Leones heute geht ein Drittel auf die hohe Kante für die Ausbildung der Kinder. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Der Tag hat gut getan nach der Sockfin-Plantage. Ein anderes Modell für Afrika. Die Welt wird beides brauchen. 1000 Hawas und auch große Plantagen. Das eine wie das andere gebaut auf Fairness. Traumhafter Süden. Andalusien ist kein Name, bei dem einen Hunger in den Sinn kommt. Und trotzdem ist er da, in einer aktuellen europäischen Gestalt. Tage, an denen Rosemarie Jiménez ihren Mädchen ein gutes Abendessen auf den Tisch stellt, sind Tage, an denen Rosemarie viel Glück gehabt hat. Heute haben wir Essen mitgebracht. Ich wusste ja, dass es der Familie nicht gut geht. Antonio und Rosemarie haben sich übernommen, wie Millionen Spanier. Die Bank hat ihnen den Kredit für das kleine Häuschen fast aufgedrängt. Antonios Lohn als Fernfahrer werde schon reichen. Dann brach die Wirtschaft ein, der Job war weg und plötzlich ist nichts mehr sicher, nicht mal die nächste Mahlzeit. Das Leben hat sich sehr verändert. Mucho, mucho, mucho. Wie lange hält die Familie das aus? Ich weiß nicht. Es ist hart. Vielleicht nehmen sie uns das Haus weg, weil wir nicht mehr bezahlen können. Dann wissen wir nicht, wie es weitergehen soll. Wo soll ich denn mit zwei kleinen Mädchen hin? Was soll bloß werden? Es ist nicht nur das Essen, es sind viele Dinge. Was soll werden? Ich kann nur von Tag zu Tag leben. Wenn ich anfange nachzudenken, werde ich verrückt. Jedes vierte Kind in Spanien ist mangelhaft ernährt. 43 Millionen Menschen sind von Hunger bedroht im reichen Europa. Spaniens Märkte quellen über. Umschlagplätze des Überflusses. Wir haben es tatsächlich geschafft, dass wir jede Frucht, jedes Gemüse zu jeder Jahreszeit bekommen können, überall. Aber dass in Europa niemand mehr hungern muss, dass jeder auf ein menschenwürdiges Minimum zählen darf, das ist scheint zu schwierig. Der Kontrast ist zum Kotzen. Natürlich weiß ich, was es für ein Irrsinn ist, Essen wegzuwerfen, weil es nicht perfekt aussieht. Aber in Eimern voll verschimmelter Mandarinen zu suchen, dazu musste Emilio Perez mich überreden. Und Emilio hat recht. Sie sind süß. Frauen um Anna Abad und Emilio haben in Rosemaries Viertel eine Selbsthilfe gegründet. Sie sind auch arbeitslos und sie wissen, wie das ist. Vorher konnte man sich alles leisten, wenn man tüchtig war. Dann hat die Krise einen bedürftig gemacht. Damit helfen wir 400 Familien in Malaga. Ohne diese Hilfe müssten diese Familien Hunger haben, oder? Natürlich. Nachher werdet ihr sehen, wie dankbar sie sind. Einmal pro Woche werden hier Lebensmittel verschenkt. Ein Termin, den Rosemarie nie verpassen darf. Wer hier in der Schlange steht, hat dafür seinen Stolz überwinden müssen.
Dieses Viertel wurde voller Zuversicht gebaut, kein sozialer Brennpunkt. Die Not ist später eingezogen. Für die meisten hier ist die Sozialhilfe ausgelaufen. Das hat die EU-Troika verlangt. Ohne solche Spenden wüsste Rosmarie nicht, wo sie Essen hernehmen sollte. Rosmarie, hilft Ihnen das? Ja, irgendwie hilft es schon etwas, aber die Kleine ist noch zu klein für sowas. Aber gut. Für eine ganze Woche ist das auch nicht viel. Ganz ehrlich? Nein. Wegen der Hypothek hatten sie Sorgen, als sie in das neue Viertel zogen. Aber doch keine Angst vor Hunger. Im Gemüsegarten Europas. Auch Rosmaries Gesicht werde ich nicht vergessen. Die ganze Menschheit muss sich sorgen, woher noch mehr Essen kommen soll. Jacques Cousteau hat den Golf von Kalifornien das Aquarium der Erde genannt. So übergroß war sein Reichtum an Arten. Seitdem wurde das Aquarium leer gefischt. Wir bauen immer effizientere Maschinen, um Nahrung aus dem Meer zu holen, aber im Grunde sind wir Jäger und Sammler geblieben. Steve Page will mich von seiner Idee überzeugen. Ein neuer Anfang, weil unsere Beutezüge die Ozeane umbringen. Rausfahren, töten, essen, wieder rausfahren, das geht so nicht weiter. Steve Page erfindet Fischfarmen neu. Nicht in vollgestopften Käfigwüsten an der Küste, die alles mit Kot und Chemie versauen, sondern tief draußen auf offener See. Wird das eine große Rolle spielen? Eine gewaltige Rolle. Fische sind die beste Art, Proteine für menschliche Nahrung herzustellen. Und das rettet die Ozeane, bevor wir ihnen den Rest geben? Unter anderem. Es ist entscheidend, dass wir die letzten wilden Schwärme schonen. Und es ist ein Geschäft. Wie ist es? Wir werden damit Geld verdienen. Steve hat Millionen an Startkapital aufgetrieben und die besten Taucher der Region angeheuert. Ich bin Anfänger. Mir ist der Gedanke unheimlich, gleich 20 Meter tief unten eingeschlossen zu sein. Steve nennt seine Riesenkugeln Aquaports. Er testet sie an vielen Orten der Welt. Hier mit Totoaba, einem prächtigen Raubfisch, den Fangflotten aus Asien praktisch schon ausgerottet hatten. Wenn Steves Rechnung aufgeht, werden die treibenden Käfige den Schwärmen eine fast natürliche Umgebung bieten. In offener See, wo das biologische Gleichgewicht solche Fischmengen aushält.
Lorenzo ist der Meeresbiologe im Team. Was haben wir falsch gemacht, dass wir sowas brauchen? Wir haben viele Arten komplett überfischt. Jetzt können wir Fischzucht rausbringen in den offenen Ozean, wo unsere Schwärme das Ökosystem nicht überfordern. Und das ist die Lösung? Das ist die Zukunft. Wir müssen für eine Lösung 10, 20, 30 Jahre nach vorne schauen. Das machen wir. Als Kind bin ich zwischen Bauernhöfen aufgewachsen. Seitdem habe ich wohl vergessen, wie viel Mühsal in Nahrung steckt. Im Jahr 2000 hatte sich die Weltgemeinschaft selbst versprochen, den Hunger zu besiegen. Es gab Fortschritte, aber jetzt stocken weltweit die Erfolge. In Indien sind immer noch 42% der Kinder unterernährt. In Madhya Pradesh ist es besonders schlimm. Ich folge Sita, einer Sozialarbeiterin. Sie sucht Kinder, die vielleicht noch zu retten sind. Ich bin dankbar dafür, dass Sita vorausgeht. Mir ist bang vor dieser Begegnung. Ich weiß nicht, wie ich mich einstellen soll auf ein verhungerndes Kind, das seine Mutter schon beinahe aufgegeben hat. Chaya nimmt seit Tagen keine Nahrung mehr an. Sie ist einfach zu schwach. Keine Reaktion auf meine Berührung. Viel zu klein die Händchen und der dünne Körper für ein 1,5 Jahre altes Mädchen. Lali weiß nicht, was tun. Unsere Recherche wird Schicksal für Chaya. Weil wir Hilfe versprechen, wird Lali ihre Chaya in eine Ernährungsstation bringen, in die nächste Stadt. Wir hoffen auf morgen. Unbegreifliches Indien. Die Wirtschaft rollt mit Macht voran, ungerührt davon, dass hier jedes Jahr fast 1,5 Millionen Kinder sterben. Fast alle an Unterernährung. Das kleine Mütterzentrum stemmt sich dem Schicksal mit allem entgegen, was es hat. Wiegen, messen, den Müttern einfachste Regeln über Ernährung beibringen, ein paar schlichte Rezepte. Die engagierten jungen Frauen sind jetzt auch meine Hoffnung für Chaya. Gott sei Dank, Chaya kommt. Die Aufnahmeuntersuchung ist schlicht. Ich bemühe mich, das jetzt nicht mit einer Kinderklinik in Deutschland zu vergleichen und wünsche mir Chaya doch für eine Zeit genau dorthin. Die erste Therapie ist so simpel, dass ich es kaum glauben kann. Zuckerwasser für einen Energieschub, damit Chaya einen ersten Löffel Brei annimmt. Das wäre ein Anfang. Vielleicht schon bald. 2 Wochen soll Lali mit Chaya bleiben. Das gönnt auch der erschöpften Mutter eine Pause.
in der sie aber auch nicht zum Unterhalt der Familie beiträgt. Da helfen wir mit ein bisschen Geld. Ein Dutzend Betten hat die Station. Das ist viel zu klein für diese Stadt. Aber Lali ist jetzt da, mit ihrer ganzen Unsicherheit. Sie macht mir immer Sorgen. Was kann ich denn tun, außer sie füttern? Am liebsten würde ich beide einpacken und mindestens mit nach Delhi nehmen, in ein richtiges Krankenhaus. Aber das könnte Lali nicht verkraften. Sie braucht Hilfe hier. Die meisten Frauen sind Analphabeten. Niemand zeigt ihnen, wie man für Kinder sorgt oder Familienplanung macht. Sie arbeiten dauernd auf den Feldern und haben nicht die Zeit, sich um ihre Kinder zu kümmern. Dann bekommen sie zu wenig zu essen und verlieren ihre Kraft. Das sind die Gründe. Wir halten uns den Tag über im Hintergrund und dann darf ich wie ein kleines Wunder miterleben, dass Chaya ihren ersten Krafttrink nimmt. Diese einfache Behandlung hilft. Mir kommt ein Satz von John Siegler in den Sinn. Ein Kind, das heute verhungert, stirbt nicht, es wird ermordet. Was würde es uns schon kosten, sie alle zu retten? Ein großer Fehler unserer hochentwickelten Welt beginnt mit dem Glauben, dass sich nichts Wesentliches mehr verändern wird. Irrtum. Eine Fahrt durch Detroit heilt mich von dieser Illusion. Ich war vor 20 Jahren zuletzt hier und erkenne die Stadt nicht wieder. Die Autoindustrie ist zusammengebrochen, mehr als die Hälfte der Einwohner sind weg. Aber in der Verwüstung wächst Neues. Es beginnt mit einem Urbedürfnis, Hunger. Mitten in der Stadt, wo Supermärkte keine Kunden mehr fänden, plötzlich Initiativen. Viele. Grün zwischen Trümmern. Zugereiste Studenten tun sich zusammen mit jungen Leuten, die hier schon immer leben, und fangen einfach an. Wir sind in Amerika, es soll ein Business werden. Wir sind die Generation, die in den Vorstädten aufgewachsen ist. Jetzt kommen wir zurück ins Zentrum. Das interessiert uns. Wir wollen uns einbringen und aus der Innenstadt wieder etwas machen. Und das soll Detroit retten, diese Farm-Idee? Das ist nur eine Idee. Es wird viele brauchen. Als wir die unternehmungslustige Gruppe entdecken, ist das schon lang keine Studentenaktion mehr. Hunderte arbeiten über das Jahr mit und produzieren Tonnen von Salat, Früchten und Gemüse. Sie übernehmen ganze Straßenzüge. Erst hatte ich das für eine eher amüsante Geschichte gehalten, aber das wandelt sich schnell in Respekt. Die bewegen hier eine Menge. Das Haus haben wir für $5,000 beim Finanzamt ersteigert. Ein ganzes Haus für $5,000? Ja, 6 Apartments. Das braucht eine Menge Arbeit, klar. Das Haus an der Ecke nehmen wir auseinander, Stück für Stück. And then this house on the corner, we are tearing down little by little, reusing the materials on site. Das fällt ja von allein zusammen. Stimmt. Ihr macht was draus. Aus den Ziegeln machen wir Gehwege und so. Es gehört euch also? Nein, das gehört einer Immobilienfirma in Florida. Wie könnt ihr es dann abreißen? Detroit ist zurzeit der wilde Westen. Keiner schafft es mehr, für Ordnung zu sorgen. Es gibt nicht genug Polizei. Bei Kleinigkeiten guckt die weg. Wir machen die Gegend ja besser. Ich
Den Zombie-Vierteln in der Pleitestadt weint niemand nach. Hier ist schon lange nichts Gutes mehr passiert. Food Deserts, Nahrungseinöden, in denen die einzigen Läden, die man ohne Auto erreichen kann, so aussehen. Es gibt so viel und nichts ist was wert. Leere Kalorien ohne Nährstoffe, Riesenauswahl zwischen Pest und Cholera. Es war höchste Zeit für neue Ideen und sie schlagen schon Wurzeln. Urban Gardening, große Nutzgärten mitten in der Stadt, sind Trend. Nicht nur in den USA, aber hier natürlich besonders groß. Noch einmal größer wird das im Reich des John Hens. Mit ein paar hundert Millionen Dollar im Rücken macht der Finanzinvestor ganze Stadtteile wieder zu Ackerland. Vorwärts in die Vergangenheit. Quadratkilometerweise kauft John Hens Reihenhäuser, abgebrannte Ruinen, Crackhäuser zu Ramschpreisen. Im Grunde ist es die Idee von Darren und seinen Freunden. Nur eben im Maßstab eines Großinvestors mit allem Drum und Dran. Anwälten und Businessplänen. Am Ende muss man private Unternehmen ranlassen, wenn man die Stadt damit stabilisieren will. Wir müssen große Stücke Land unter den Pflug nehmen. Wir können 40 Stadtviertel beackern. Es wäre doch bloß ein Anfang. Detroit geht dermaßen in die Fläche. Hier würden drei oder vier Großstädte reinpassen. 80 Quadratmeilen. Das alte Zentrum und die verfallenen Viertel darum herum geben uns eine einmalige Gelegenheit für eine neue Lebensqualität. Dazu gehört, dass wir die Nahrungsmittelproduktion in die Stadt holen. Das geht woanders nicht. Die Idee aus Detroit wird die Welt nicht retten. Aber es ist ein Puzzlestein für ein neues Konzept. Wie der Löffel Zuckerwasser, faire Investitionen oder riesige Kugeln im Ozean. 2050, also bald, müssen wir 3 Milliarden mehr Menschen ernähren als heute. Besser und gerechter. Dann kann das, was ist, nicht einfach so bleiben. Wir müssen neu entscheiden, wie wir Nahrung herstellen und verteilen. Gemeinsam, bevor es ein Kampf wird, den alle verlieren.